Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 in einem weiteren Versuch, die Welt zu retten. Oder zumindest unsere Haut. Mögen wir mit mehr Erfolg gesegnet sein als unsere Vorgänger. Schön wäre es. So, dann hauen wir ja erstmal das weg, was wir definitiv nicht wieder aufbauen können. Und was kostet mich das hier? Ein Holz. Und eine Hütte zu bauen? Ein Holz. Also können wir die auch entspannt wegreißen. Die, halt, stopp. Diese Trümmerhütten hier. Die bauen wir mal wieder auf. Okay, der hat trotzdem nur 10er. Okay. Ist aber fein von mir. Wir wollten das ja mal so versuchen. Das Rauschen. So, und dich packen wir mal nach hier unten. Dann kommt nämlich das hier noch weg. Das kommt weg. Das kann alles weg. Das kann weg. Und ne, das war, damit warten wir noch mal kurz. So. Ich würde jetzt gerne mal hier mit diesen netten kleinen Hütten anfangen. Steigt die Reichweite von dem Gebäude? Je mehr Einwohner ich habe oder so? Kann das sein? Ist das so? Könnte das sein? Naja, wir ziehen hier auf jeden Fall erstmal nach hier drüben. So. Dann kommt die Hütte hier nochmal weg. Dann kommt die hier nochmal aufgebaut. Gut, dann sind die beiden jetzt zusammengefallen. Das ist natürlich bitterlich. Bitter ist das. Bitter. Und ich würde vorschlagen, wir ziehen mal hier einmal eine Gerade lang. Nach hier hinten diesen Mist. So, und dann kommen hier unsere ganzen Holzfäller dieses Mal hin. So. So viele hungrige Mäuler und kaum bestellbarer Boden. 2, 3, 4, 5, ja. Machen wir hier einfach mal so ein bisschen, ne? Provisorisch. Dann kommt hier einer hin. Da und da. Und hier. Und hier noch einer. Und dann kommt hier hinten direkt. Diesmal, dass wir hier nicht wieder zu wenig Holz für rum haben, kommen direkt noch zwei extra hin. Das sollte erstmal für 4 Stück reichen. So, und du kriegst nämlich jetzt hier so. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Du darfst Mais anbauen. Herzlichen Glückwunsch. Was kann ich für dich tun? Freue er sich, er habe es geschafft, ein bisschen auserkoren zu werden, meine ich. So rum. Hier, zack. Das kommt noch weg. Du kommst hin. Mal ganz knallhart hier an der äußeren Kante entlang schlängeln. Geil. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir das Ding irgendwie größer kriegen. Also den Radius, den Einfluss. So, und dann würde ich sagen, gehen wir dieses Mal einfach mal hier rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo. Passt perfekto. So.
So, und hier hinten kommen dann die lustigen Ziegen hin. So wie beim letzten Mal auch. Ich würde sagen, das war schon ganz okay so. So, und hier kommt der Silo hin. Kleine Straße. Marktplatz. Ein bisschen Holz haben wir noch auf dem Schiff hier. Der letzten Leiter. Ja, sollte eigentlich passen. So, du darfst nochmal eine Runde pennen. Und... guck mal, ob ich den hier hingesetzt bekomme, hier noch. Machen wir es so. So, und bitte einmal Mais. Dankeschön. So, mir fehlen Arbeitskräfte. Das können wir... korrigieren. Obwohl, warte mal, wir setzen mal die nicht hier hin, sondern mal nach hier drüben. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr gut. Jetzt können wir eine Feuerwehr bauen. Die würde ich auch gerne mal direkt hier hinsetzen. Und dann müssen wir erstmal auf Material warten, wie es scheint. Das Wetter. Die alten Narben schmerzen wieder. Die alten Narben. Eieiei. Ach, guck mal. Jetzt ist ja das nämlich schon einmal gewachsen. Der Einflussradius. Jetzt können wir nämlich hier drüben auch schon mal die erste Hütte hinsetzen. Hier auch seine 100 Felder. Das ist schon krass, wie viel mehr man hier auf einmal hinbekommt. Die Produktionsrate ist ja hier genauso identisch, ne? So, dann pimpen wir alles. Und du machst Zuckerrohr. Und du darfst dann hier gleich noch... so. Rum. Herstellen. So, und du kannst hier... Die Sommer hier sind strapaziös, aber der folgende Regen fällt reichlich. Mit einem Reservoir könnten wir das Wasser auffangen und das ganze Jahr über... Ja, ich weiß. Na, guck mal, so kann man das doch machen, würde ich sagen. Würde ich meinen, du könntest dich dann mal so hindrehen, dann kriegen wir nicht auch noch eine Straße lang. Die Straße kommt einmal weg, hier passt perfekt eine Feuerwehr rein, das kann kein Zufall sein. Eine Kapellinski packen wir hier noch mit hin und hier drüben packen wir auch noch eine hin, so. Jo.
Dann. Oh, scheiße. Das habe ich vercheckelt. Einmal kurz bitte umziehen. So, folgendes. Du kriegst mal jetzt hier deine Straße. Die geht bis nach hier. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Können wir auch hier machen. So. Ich würde aber vorschlagen, wir bauen trotzdem nochmal ein Reservoir. Das kostet ja nichts. Also im Unterhalt. Ist auf jeden Fall die bessere Alternative, als es umziehen zu lassen. So, Phase Beginn. 60 Tonnen Holz. So, wir kriegst hier nochmal einen Marktplatz hin. Wenn wir das Holz dafür hätten. Top. So, er ist ein bisschen überfordert hier. Passiert. So, dann setzen wir hier nochmal die guten alten Ziegeleien hin. So. Kriegt er nochmal einen Marktplatz davor. Eine blühende Siedlung an so ein. Gib mir die Stone. Den Wood. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite entscheiden. So. Ziegelproduktion läuft dann jetzt auch. Meine Jungs hier sind mehr oder weniger happy. Wir brauchen noch mehr von den Teilen hier, ne? Hm. Hier einmal eine neue Farm. Das passt hier sogar perfekt, ey. Ich bin begeistert. Achso, ja. Machen wir so. Zack, 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 zack. Zack. Und dann so. Bum, 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 bum. Polizei können wir hier auf jeden Fall schon mal hinsetzen. Und ja, komm, passt hier noch eine hin. Hier kommt noch eine hin. Dann sind die da auch gleich noch mit abgedeckt. Perfekt. So, und du lässt hier mal wachsen. Kartoffeln? Nee, Mais. Brauchen mehr Mais. Wenn ich mal hier gucke, bei dem Mais, da sind wir ein bisschen knappe dabei. Ziegen passen aktuell. Wieso passen die eigentlich? Achso, weil hier. Okay. Achso, die sind nicht mit Wasser, ne? Die sind nicht bewässert, deswegen sind die nicht so effektiv. Aber das finde ich tatsächlich jetzt gerade auch nicht so tragisch. Aktuell zumindest nicht. Brauchst du 20 Tonnen Holz? Kann das sein? Ja. 2, 4. Oh, perfekt. Dann kannst du wieder arbeiten. Ich trinke meinen Kaffee später. Dann können wir den Weg hier nochmal wegreisen.
Nein, ich wollte dich. So. Perfekt. Gebe er uns nochmal 10 Tonnen Holz. Bitte. Danke. Und noch mehr Mais. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Gut. Dann müsste das ja theoretisch schon langsam passen. Wie sieht denn das mit dem rum? Geht gerade noch so? Aber da können wir eigentlich auch langsam mal increasen. Hier können wir noch mal ein bisschen was hinfläzen. Auch noch einen neuen Markt. Jo, passt. Ja, und die Ornaleros brauchen wir halt natürlich, ne? Gut. Erstmal Feuerwehr. Und wir können, denke ich, hier auch noch ein paar Holzfäller hinsetzen. Und die können wir auch gerade mal... Die dürfen sich gleich mal bauen. So. Passt schon. So, hier 1, 2, 3, 4, 5. Einmal das Sägewerk. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5. Die stellen wir nochmal andersrum hin und dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Holzproduktion. Okay, warte mal, wir müssen glaube ich mal hier so. So. Dann bauen wir davon nochmal ein paar auf. Wir bauen eine Feuerwehr. Wir bauen noch eine Feuerwehr. Die sind ja auch schon schön dabei. Das finde ich gut. Ja. Das Land ist uns feindlich gesinnt. Ja, das ist es wohl. Schade, jetzt kann ich hier keinen Weg hinbauen. Das ist natürlich, dann muss die Kapelle hier nochmal weg. Oder ich mache es einfach so. So viel einfacher. Dann können wir auch... Ne, warte mal, den machen wir nicht weg. Wir machen mal den weg. Hier schön den äußeren. So, warte mal, hey. Strange. Achso, weil ich hier hinten ja das alles noch weggerissen habe. Ich bin dumm. Das ist der Fehler. So, Zuckerrohr. Let's go. Eine neue Rohr. So, und du produzierst jetzt bitte mal rum. Dankeschön. Und dann kommt hier... Na gut, machen wir es so. So. Zack.
So. Gut, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Steine. Oh, da brennt's. Das ist ja unnötig. Unnötig, meine ich. Unschön. Hier passt noch so ein Kampfarena rein. Perfekt. Wir setzen mal hier die Jungs hin. So. Kommen hier oben noch welche hin. Passt schon. Gleich nochmal die Feuerwehr mit losschicken. Perfekt, wir haben in 4 Minuten die erste Regenzeit. Wir haben Rum, wir haben Tortillas. Chili könnte man vielleicht nochmal organisieren. Ja. Sieht gut aus soweit. Das sind doch keine mageren Zeiten. Was war das hier noch? Ein Aufseher des Königs. Ja, gut. Demnächst ist halt auch ein schöner, dehnbarer Begriff. So, das Ding brauchen wir. Holz brauchen wir. So, wie sieht's hier aus? Wie weit seid ihr? Habt ihr alles? Ja, ihr habt alles. Braucht nur noch ein paar Minuten. Schafft er das? Ja, perfekt. Vor der Regenzeit schaffen wir das. Wunderbar. Okay, mir fehlen wieder ein paar Leute. Was vermutlich auch ein bisschen mit an der Holzproduktion liegt, die ich hier ein bisschen abused habe. Erledigt. Perfekt. Okay, danke für die Nachricht. So, hier 1, 2, 3, 4. Schiff vom Stapel gelaufen. So, dann ziehst du hier hoch. 1, 2, 3. Naja, komm her, warte mal, das machen wir anders. Machen wir so. Zack. Dann passt das auch. Neue Befehle? Ja, du brauchst ein bisschen Holz, ein bisschen Stein und so und dann kannst du gleich losmarschieren. Oh, 38 Sekunden noch bis zur ersten Regenzeit. Ei. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Achso, du hast ja nur. Ups. Dann nimmst du ja immer noch mal ein bisschen was mit. Der letzte? Nein. Ich meine, 10 Tonnen brauchen wir ja erstmal nur. Eigentlich brauche ich direkt viel mehr. Ich brauche eigentlich direkt die 30 Tonnen Steine. Endlich ist es etwas kühler. Wir helfen, wo wir können. Aber ich fürchte, der starke Regen wird unsere Arbeit hier beeinträchtigen. Ach. Jetzt hat mir das Game hier ein paar Hilfestellungen gegeben, damit dass ich direkt hier die Inseln besiedelt habe oder wie oder wo oder was. Weil ich einfach zweimal schon hart verkackt habe, weil ich so scheiße bin. Das beruhigt mich natürlich massivst. Das Spiel sagt, ey, du bist scheiße. Hier, hast du mal ein paar Krümel, dass du mal zu Rande kommst, mein Junge. Das ärgert mich ein bisschen. Ich fühle mich disrespected. Na gut, ist jetzt so. Ist jetzt auch nicht so, dass wir... Obwohl, 12.000 Öcken wird das normalerweise kosten, hier so ein scheiß Kontor hinzusetzen, ne? Und ja, ich war mir auch anfänglich nicht sicher, aber die Hacienda, die stand ja ursprünglich auch nicht. Die stand jetzt ja schon. Ich musste da ja nur eine Straße hinbauen. Das ist gemein. Ganz schön gemein. Okay, ich habe 291 Leute, holy shit. So,
Hier, komm. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ich weiß, danke. So, dann können wir gleich mal hier. Wir helfen Ihnen, etwas Besseres aufzubauen. Weil ich halt mal wieder absoluter Masterplayer bin. So. Kapelinski. So, jetzt können wir nämlich hier theoretisch die Trackerinos mit hinsetzen. Okay, da waste ich mal ein Feld, damit der da hinpasst. Ziehst von hier nach da, damit du ja auch noch so eine geile Treckerei bekommst. Aber erstmal nur im Blaupausenmodus, bitte. Ja, gut. Ich würde vorschlagen, den lassen wir erstmal so. Upala, Entschuldigung. Den brauchen wir ja nicht unbedingt. Dann könnten wir hier noch einen zu Kartoffeln umändern. Aber erstmal brauchen wir hier ein bisschen mehr Mais. Und bevor wir Mais produzieren, brauchen wir erstmal 45 Steine. Holy shit. Schoner steht bereit. So. Und bevor wir da irgendwas weitermachen, brauchen wir erstmal diese hübsche Gerätschaft hier. Da ja, brauche ich auch schon wieder super viel Steine für. Der erste Eindruck zählt. Der letzte. So, dann fährst du gleich nochmal los. Hier, zack. Und hier. Hier holen wir ja die Klamotten her. Und die Segel können wir hier produzieren. Erstmal machen wir hier den hier. So dürfte das ja passen. Mit einem Luft haben wir 4. 1, 2, 3, 4. Also das sind 4. Das sind 4. 1, 2, haben wir hier 1. 1, 2, 3, 4. Das heißt, bis dahin. Dann geht's hier gleich weiter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier müsste ich hoch. Aber dann komme ich dahinter nicht mehr lang. Ja, gut, das geht noch. Hier könnte ich 4 bis hier und 1, 2, 3, 4 bis hier. Dann haben wir hier. Boah, das passt. 1, Bolla, 1, 2, 3, 4. So. Das muss erstmal reichen. Das sind 4. Das dürfte so passen. Hauen wir mal hier einen kleinen Break rein, damit das Wasser erstmal alles dahin fließt. Düm, dü, dü, düm. Bum, bum. Ein Trecker wäre ja eigentlich ganz geil, ne? Naja, gut. Der ist noch unterwegs, der Große. Hier holen wir uns jetzt mal ein paar Steine heran. Könnt ruhig ein bisschen mehr arbeiten, Jungs. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. So, die wollen ihr Gulasch. Wofür brauchen sie Fisch? Das kriegen wir hin. Das können wir bauen. Fisch.
Und 5 Tonnen Stein kostet der Spaß. Kriegen wir aber auch hin. Wenn dann die Produktion mit den Treckern ja einfach verzehnfacht wird, gefühlt, dann läuft das. Okay, also während der Monsunzeit werde ich das nicht mehr schaffen, aber unbedingt müssen wir das fertig kriegen zur nächsten Zeit. Und vielleicht wäre es auch gar nicht so doof, einfach direkt noch ein zweites so daneben zu stellen, dass wir hier gleich noch weiter mit bewirten können. Ja, ich glaube, das ist ein way to go. So, in diesem Format. Aber erstmal müssen wir eins fertig bauen. Also eins nach dem anderen. Ja. 15 Tonnen Steine bräuchten wir mal. Aber bis das soweit ist, können wir ja auch mal so ein kleines Depot bauen. Das geht ja auch. Hallo, liebes Schiff. Vielen Dank für die Waren. Und viel Spaß beim Bauen. Oh, ups. Verklickt. Der erste Eindruck zählt. Ach scheiße, mir fehlen ja hier Leute. Kriegen wir auch hin, kein Problem. Wir brauchen nur einen Marktplatz. Marktplatz packen wir nach hier hinten. Leute. Nee, so geht das leider nicht. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hi, Valve. So, noch mehr Menschen. So, damit ihr auch glücklich seid, gibt es eine Kapelle, es gibt eine Feuerwehr, es gibt... Alles nur für euch hier, ne? Also seid glücklich. Zack, 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 zack. Hi. Hier ein paar Steine für die Baustelle. Das sind gute Neuigkeiten. So. Ja, gut, das geht nicht. Dann so. Tada! Noch nicht ganz fertig, aber jetzt und tada! Wie das so schön Dingens immer sagt, ne? Wir kommen hier nicht weiter ohne mehr Leute. Wow, Packer! Das war so ein geiler Spruch irgendwie. So, wow, what's going on here? So. Ja, das nächste hier nochmal ein bisschen Holz und bringst das hier auch nochmal mit runter und dann haben wir hier, denke ich, erstmal genug. Hoffentlich. Vermute ich. Würde ich mir wünschen. So, Leute, haben wir hier aber erstmal genug. Wie sieht denn das aus hier rum? Haben wir da genug und so? Ja, es ist hart an der Grenze. Tortillas sind untersetzt hier, wie auch immer. Dafür brauchen wir mal Mais. Für mehr Mais brauchen wir mehr das hier. Oder beziehungsweise erstmal brauchen wir mehr von den Hütten hier. Schlecht designt hier. Passen nur 3 Stück hin. Na egal, ist es so. Da ist es so. So. Tonnen Steine. Jungs! Macht mal hinne. Bringt mal hier ein paar Steine ran.
Kann man mal so machen, oder? Ich denke schon, aber hier muss auf jeden Fall noch ein Marktplatz hin. Packen wir mal nach hier hinten. So. Ah, die haben keine Materialien mehr hier. Schnell, schnell. Kleines Schiff. So. Gleich wieder zurück. Schief. Ruder übernehmen. Radadadadadadam. Es gibt nicht viel zu feiern. So, wie sieht denn das hier aus? 35 Tonnen Steine braucht der Scheiß. Oh, damn. So, wunderbar. Dann können wir ja die Hütte auch schon mal aufbauen. 10 Tonnen Steine brauchen wir dafür. Machen wir auch sofort. 8. Perfekto. Wie wäre es mit Werkstätten? Boah, weiß nicht. Wäre vielleicht eine geile Idee, wa? Der letzte bleibt. So, jetzt haben wir ja auf jeden Fall genug Leute. Können wir ja dann auch schon mal die Silberminen in Betrieb nehmen. Stimmt, aber das haben wir auch auf der Hauptinsel noch gar nicht gemacht, ne? Uiuiui. Das müssen wir mal machen, du. Auf jeden Fall müssen wir das machen. Dafür brauchen wir mehr Steine. Bisher habe ich mich voll und ganz auf die Dingens konzentriert. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um mindestens 3 Silberminen. Ich meine, wir kriegen jetzt hier ein bisschen Öl ran, das ist in Ordnung. Oder Benzin oder was auch immer. 10 Steine, ich brauche echt super viel Steine. Aber erstmal Silber. Erstmal Silber. Gut, die werden diese Saison auf jeden Fall nicht mehr fertig. Ach, der hier ist ja... Oh, der ist ja schon gut weit ausgereizt hier. Das ist doch wunderbar. Das sehe ich doch liebend gerne. Damit kann man doch arbeiten. Da würde ich vielleicht auch sagen, brauchen wir nicht unbedingt jetzt hier schon mal alles voll mit den Dingens zu stopfen hier, mit den Tankstellen hier, mit den Truckern. Warte mal. Kommst du mal nach hier hinten? Dann machen wir das hier mal auf die ganz altmodische Variante. Okay, das sind halt schon arg viele Felder, die hier bewirtet werden, ne? Setz dich lieber in den Schatten. Perfekt. Dieser trockene Boden ist nutzlos. Wir müssen. Ja, ja, wir sind ja dabei. Und da ist er auch schon. Ja, ja. Jetzt müssen wir uns echt mal ranhalten hier. Schnell, schnell. Komm, komm. Steine, Steine. Hurtig, hurtig. Komm, jetzt hier ein. Ja, moin. Hörst du immer noch Visconde Oliveira? Sparen wir uns den Tief. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie produktiv arbeiten. Ja, ja. Ich bin, ich habe quasi alles im Griff. Ich nenne das effiziente Beaufsichtigung.
Ich komme regelmäßig, um die Abgaben einzuholen. Halten das ist doch pünktlich die erste Reihe. So, wie viel? Okay, brauche ich zwei davon tatsächlich. Passt gut. Ja. Das können wir aber so leider nicht machen. Das muss so sein. Achso, den fehlt eine Straße. Ja, warte. So. Nun seid glücklich. Mensch, was brauchen die denn so lange? Steine, gebt mir große, kleine, dicke oder auch feine Steine. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit meinen Arbeitskräften los? Na, hört mal. Euch fehlt aber nichts, oder? Gibt es hier auch ein? Ne, es gibt nur Zufriedenheit. Okay. Und ein bisschen Money. Ja, ja. Ist der nicht meine Schuld, oh, diese teuflische Hitze. Was können wir tun? Ich würde sagen, wir fackeln alles nieder. Den Zeitpunkt der Brände selbst. Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay. Perfekt. So muss es sein. Na, kommt immer ein bisschen Wasser an hier. So, jetzt brauchen wir nur noch Steine für die Hütte. Aber erstmal, wie gesagt, gehen wir voll auf Silberproduktion. Und für die könnten wir hier auch noch den Schnaps... Alter, Schnappes. Das ballert ja richtig rein. Schnapp, yes. Kartoffeln. Gibt ihr auch noch einen kleinen Träger dazu. Naja, so kann man das... So kann man es verkraften, würde ich sagen. So, Kartoffeln und dazu gibt es natürlich noch diese netten Anlagen hier, die mir Schnappes producen sollen. Schnappes. So, da haben wir das auch. Wie
Wie viel brauchen die? Bearbeitungszeit 50 Sekunden. 50 Sekunden? Was ist denn das für eine komische Zeit? Ah, wegen 20%. Ah, okay. Aber von... Also... Nee, warte mal, was? 10 Sekunden sind nicht 20% von 60. Ich habe Arbeit zu erledigen. Nee. Das wären 12. Och, ist ja auch egal. 50 Sekunden sind's halt. Und du produzierst hier alle 9 Sekunden 1, also mehr als genug. So, Schnaps haben wir dementsprechend genug. Können aber ja gerne noch eine hinstellen, damit wir auch ja eine Überproduktion von dem Zeug haben. Machen wir mal so. Zack, zack, zack. Ja, du darfst auch Schnaps herstellen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Hier steht alles. Wie sieht's denn hier aus? Stimmt, hier hinten fehlt auch allgemein eine Feuerwehr, ne? So, jetzt nicht mehr. Hier könnte dann noch eine Feuerwehr und eine Polizeistation, natürlich. Damit, wenn dann hier wieder alle in Rebellion verfallen, die auch adäquat niedergeprügelt werden können. So, noch eine Silbermine. Okay, mir fehlen ein paar Oboleros. Warte mal, was... Wer sind die? Warum fehlen mir auf einmal welche von denen? Was fehlt mir? Okay, davon habe ich viel zu viel. Ach, stimmt. 95 müssen in die Hütte rein. Alter Finne. Na gut, einen brauchen wir nur. Sollte so reichen. Ich muss sagen, ich finde das ganz schön krass, hier 330% hier mit dem Gerät zu haben oder 130 mit dem. Und das hier sind halt 150 Felder und das hier sind gerade mal 168, also das sind 168. Dreimal effektiver bei weniger Platz, das ist schon krass. Achso, du darfst übrigens arbeiten, ne? Ja, ich weiß, dass ihr beide nicht besonders effektiv hier am Arbeiten seid, aber ihr könnt arbeiten. Das sind doch keine mageren Zeiten. Neue Befehle? So, du kannst mal hier ein bisschen Holz aufladen und das mal hier rüber transportieren. Aber nur, dass wir da mal ein bisschen was haben. Und wir können eine weitere Silbermine bauen. Yay. So, zack. Hier, richtig schön. Und dann fehlt nur noch eine Silbermine und dann haben wir hier tatsächlich schon alles. Und dann können wir mal drauf... sparen hier nochmal ein paar Oboleros. Wir brauchen Cyanid, um das Silber aus dem Fels zu gewinnen. Damit können wir dann nämlich jetzt auch schon mal anfangen. So ein bisschen Kohle. So ein kleiner Koks. So ein Kokswerft hier. Cyanid. Und dann die Hütte hier schön im Wasserbereich. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Können wir mal ein bisschen umdisponieren hier. Machen wir mal so. Irgendwie sowas in der Richtung. So, Silber haben wir. Dann fehlt hier natürlich noch die Salpeterei. Die kommt direkt daneben. Und dann kommt... Also, nee, den hatten wir schon. Der macht hier aus dem Mist das, was wir brauchen. So, die produzieren jetzt hier ja auch Mist.
Genau, die produzieren jetzt hier 2 Mist die Minute. Genau, plus ein Mist alle 2, genau, und die produzieren ja 2 pro Minute, das heißt 1, also ich produziere 2 Mist, ich könnte noch ein zweites davon bewirten, so. Und dann haben wir 2 davon. Ich brauche 1 davon, um 4 davon zu bewirten. Ich habe eine komplette Produktion voll, das heißt, das sollte passen. Das passt, genau. Dann haben wir quasi 2 Cyanidlaugereien pro Minute. Das heißt, ich könnte 4 davon bauen. Jo, das sollte passen, tatsächlich, so wie ich es jetzt alles habe. Und davon brauchen wir dann 4. Wenn ich mich nicht täusche. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Lagerhaus. Lagerhaus? Ja. Fehlt nur die Frage mit dem Koks. Da haben wir gerade aktuell einen. Da wir durch das nur ein Viertel haben, machen wir 1 pro Minute. Ja, müssen wir schon ein bisschen mehr bauen. Ja, ist okay. Das kriegen wir hin. Dafür haben wir hier schon mal ein bisschen die Bäume vorbereitet. So, ich habe also 4 von denen. Das heißt, ich brauche alle 30 Sekunden 1. Das heißt, das sollte so sogar reichen. Brauchen wir nur mehr Steine. Wer hätte es gedacht? Okay, der ist echt hart überfordert, ne? Komm her. Kriegst noch ein bisschen mehr Entlastung. Was ist jetzt erstmal als nächstes das Wichtigste? Das Ding hier, würde ich sagen. 55 Tonnen Steine, ey. Ich fall vom Glauben ab. Aber ne, das hier ist erstmal wichtiger. Well. Meine Maus gibt schon wieder einen Geist auf. So langsam. Gucken wir mal kurz nach. So. Jo. Borscht. So, die haben ja ihren Schnappes. Das ist wunderbar. Das freut mich. So, wie sieht es denn hier jetzt eigentlich aus? Können wir hier mal irgendwie demnächst eine Handelsroute einrichten? Oder ist das hier eher so, dass sie sich gerade selber so bespaßen? Ja, noch nicht mal das. Ich würde ja auch gerne die Steine noch herbringen. Oh, das geht halt nicht, ne? Das geht halt nicht. Gut, also die brauchen wir erstmal nicht. Habe ich ja gesagt. So sagte ich. Hey, die wollte ich doch gar nicht bauen. Ach. Bringt mir nichts, das zu bauen, wenn ich das nicht habe und das nicht habe. Ach, das ist sinnlos. Pass mal auf, Schiff. Du kannst mal Material sammeln und mal hier rüberfahren. Dann fangen wir hier auch schon mal an, eine kleine Siedlung aufzubauen. Nur, dass wir hier ein bisschen Lehm produzieren können. Uns fehlen die Rohstoffe. Wenn dieses Unterfangen nicht gut geht, kann ich immer noch ein Bad in einem der Cyanidbecken nehmen. Ja, genau. Mach das. Wenn es dich dann glücklich macht. Neue Befehle? Je mehr, desto besser. Absolut, genau. Brauch mehr Steine. Und je mehr Steine ich habe, desto besser ist es. Aber hier, bei den einzelnen Inseln, gab es echt nichts, ne? Was man sich mal irgendwie snacken könnte. Irgendwie in einem anderen Szenario. Hoppala. Na gut, ganz so viel Zeitlupe brauchen wir halt nicht.
Wunder, dass diese Unruhestifter hier im Exil gelandet sind. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ja, wo denn? Was denn? Wo sind sie denn? Ah, hier. Kommt die Polizei dahin? Jo, perfekt. Polizei im Einsatz? Ich kann da nicht. Jungs, da ist Einsatz. Hier, macht mal schnell. Hä? Wieso geben sie jetzt auch immer so Stoff? Strange. Oh, wir haben's. Sehr gut. Du produzierst ja... Nur mal kurz gucken, ob das richtig ist. Okay, alle 3 Sekunden. Eins, die brauchen... Okay. Also eins davon für 2 davon. 2 davon für 8 davon. Und 8 davon für 4 davon. Genau, so muss es sein. So, da haben wir schon mal ein. Oh, die brauchen hier ihr Silber. Dann müssen wir mal hier auf jeden Fall noch so ein Ding hinstellen, weil der hier wird ja ansonsten komplett überfordert sein. Mit der ganzen Thematik. So, noch schnelle 10 Steine bitte. Danke. So, und dann einmal... Ach, schon wieder diese Steine, die ich hier für alles brauche. Mann, Mann, Mann. Way better, I think. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie es hier ausschaut mit... Okay, Rum fehlt. Tortillas fehlen. Ist kein Problem. Tortillas kriegen wir nachproduziert. Mais dürften wir ja haben. Und da wir aktuell genug von den Dingern hier haben, können wir die mal ganz entspannt... Es mangelt an Arbeitskraft. Pass mal auf, das Ding hier ist doch noch gar nicht voll im Betrieb. Dann machen wir das mal so. Und dann kriegen wir hier... Machen wir das so, dann kann man hier immer noch einen Streifen lang ziehen. Warte, können wir das vielleicht noch ein bisschen mehr optimieren? So, mehr Platzersparnis. Let's go. Zehn Jahre so. Nice, da ja. Something like that. I like it. Okay, gut, gut. Würde sogar ziemlich gut passen, aber das machen wir mal nicht. Spiel gespeichert. Es mangelt an Arbeitskraft. Jo, es mangelt an Arbeitskraft. Da können wir mal hier, denke ich... Zu meiner Zeit haben alle mitgeholfen. Gut, das lohnt sich nicht wirklich, die auf Pause zu stellen. Wir können euch hier aber auf Pause stellen. Euch brauchen wir ja gerade nicht. So. Ein paar mehr Jungs. Wir überleben. Das läuft.
Ja, da bräuchten wir jetzt den Trigger. Wie sieht's denn aus mit den... Okay, Kartoffeln produzieren wir halt übernatürlich viel. Ziegen passt. Fische können wir nochmal ein mehr bauen. Chilis, okay. Können wir, also Gewürze können wir ein mehr machen. Zuckerrohr brauchen wir mehr. Mais brauchen wir mehr. Das heißt, da würde ich sagen, setzen wir einfach mal hier den Trecker hin. Aktuell dürften wir genügend... Okay, Treibstoff haben wir gar nicht mal so viel genügend, aber muss reichen. Wir können natürlich auch noch übergangsweise hier die mal auf Pause stellen. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich noch 20 Jahre jünger? So, in dem Format dachte ich, ja. Eigentlich mittlerweile mal hier genügend Silbererz? 19 Tonnen, okay. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite entscheiden. Bam, bam. Ba, ba. Ba, 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 da, ba. So. Mehr Häuser. Bam, 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 bam. Ich bin gerade überlegen, was war denn das, was bei mir noch so viele Arbeitskräfte gefressen hatte? Tortillas brauchen wir auf jeden Fall erstmal mehr. Dafür brauchen wir hier den... 10 Tonnen kostet das. Ey... würde ich sagen, bauen wir mal als erstes den hier, damit wir hier die Felder erweitern können. Produziert ja gar kein Mist aktuell, ne? Naja, egal. Mist brauchen wir jetzt aktuell sowieso nicht. Wir müssen Prioritäten setzen. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir erstmal in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon wieder leicht drüber. Und ich merke Progress. Also sowohl bei mir mental, als auch, dass wir schneller vorankommen. Ja, also da passiert auf jeden Fall was. Gut, dann machen wir mal hier diesmal... Das... Bild erstellt, genau. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.